nicht da, perfekt gepasst. Okay. Ich glaube, das wird gut gehen. Nach der wunderbaren Vorarbeit von der lieben Helene. Ja, perfekt. Wie sehe ich die Grenze heute? Da ich ja in Unken wohne und das vom Pinske aus der letzte Ort vor Bayern ist, war für mich schon immer Deutschland und speziell Bayern neben Österreich vollkommen alltäglich. Ich war früher auch immer eines dieser Kinder, die sich auf die Grenzlinie gestellt haben und jetzt bin ich in Deutschland, jetzt bin ich in Österreich gespielt haben. Meine Kinder waren sehr aufregend. Für mich war es nie etwas Großes, wenn in der Schule gefragt wurde, ob man mal in ein anderes Land gereist ist und alle dann Deutschland riefen. Für mich waren es wenige Schritte und schon fühlte ich mich wie ein illegaler Einwanderer. Dass sich die ganze Sache mit der Grenze etwas verändert hat, bemerkte ich, als für mich zum ersten Mal hieß, das Telefonieren und der Gebrauch von meinem Mobilinternet dort viel teurer sind. Viel teurer, glaubt mir. Ein anderes Erlebnis, das mir aufzeigte, dass ich doch in einem anderen Land bin, hatte ich erst letzten Sommer, als ich vom Zug in München ausstieg. Mich nahm sogleich ein Polizist am Arm und schob mich in eine Richtung und brabbelte lautstark: No Ausländer here! You got a day with the Asylanten. Wirklich so. Herr Steuder, was willst du von mir? Ich bin Salzburger. Hätte ich ihm am liebsten ins Ohr gebrüllt. Aber es blieb bei einem sanften Winken des Personalausweises mit entnervter Miene. Ja, die verschiedenen Länder sind schon so eine Sache für sich. Auch wenn ich ständig bayerische Orte mit salzburgerischen Verwechslungen umgekehrt dachte, dass Laufen in Österreich liegt und Oberndorf in Deutschland. Ja, surprise, surprise. Salzburg und Bayern. Früher auf dem Papier gemeinsam und heute im Gedanken. Auch wenn es verschiedene Bundesländer eines von anderen Staaten sind, so waren sie doch noch gemein. 200 Jahre sind vergangen und das Einzige, was mich an eine Grenzüberschreitung erinnert, sind die Schilder. Salzburg und Bayern. Getrennt und doch gemeinsam. Aber diese einfachen Tage sind vorbei. Ich sehe um Einlass bettelnde Menschen, hupende Autos, Zelte, so weit das Auge reicht. In der Kälte wartende Menschenmassen, Gewalt, Aufstände, Leid, Schreie, Feuer und Schuss. Heiße Drähte, kaltes Eisen, ein bewaffneter Soldat auf der einen und eine leidende Familie auf der anderen Seite. Wie sehe ich die Grenze heute? Ich weiß, dass ich heute keine sehe, aber was ist morgen? Danke.